Und da sind wir wieder bei Orcsmaster 2. Willkommen zurück, Freunde. Heute, beziehungsweise gestern, haben wir den Dienstboteneingang mit vollen 5 Schädeln abgeschlossen und heute kümmern wir uns mal um die Durchgänge. Oh ja. Muss ich sagen, eine meiner Lieblingsmaps unter einer gewissen Voraussetzung, die wir aber noch nicht erfüllt haben. Beziehungsweise eine meiner Lieblingsmaps im Endlosmodus. Muss man eigentlich sagen. Ja, hier kommen ziemlich viele Gegnerarten, wie ihr seht, auch Trolle als neue Gegner. Ja. Das ist eigentlich so ziemlich alles. Das Eisamulett haben wir letzte Folge gekriegt, aber das muss ich nicht nochmal zeigen. Das ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht gut. Würde ich mal behaupten. Und ja, wir gucken uns einfach mal die Map an. Und zwar haben wir hier einen Durchgang. Deshalb heißt dieses Ding Durchgänge. Weil hier ist noch einer und da hinten ist noch einer. Und da, hier links und hier rechts sind jeweils Türen, aus denen Gegnern kommen. So, die Gegner können unten rumgehen oder oben rumgehen. Deshalb meine primäre Taktik, hier oben zumachen. Und dann das Ganze mit Bogenschützen abdecken. Hier hin, hier, hier und so weiter. Wir haben aber keine Bogenschützen bisher. Deshalb pflaster ich da oben zu und fange dann an, hier unten drin zu verteidigen. Hier ist übrigens dann auch die Schwungkeule zum Beispiel sehr gut, weil die genau von einmal genau durchschwingt. Und wie gesagt, von hier oben schießen die Bogenschützen sowohl auf Leute, die oben rumlaufen, als auch auf Leute, die unten rumlaufen. Jetzt muss ich anfangs erstmal vor allem auf die Pioniere achten. Mal wieder. So. Jetzt können wir hier auch jetzt mal konzentrieren. Kleiner Tipp für einen Endlosmodus, wenn ihr das Spiel selber habt und diese Map. Wie gesagt, ich finde, sie ist mit einer der einfachsten Maps für den Endlosmodus. Da habe ich, glaube ich, auch meine zweithöchste Punktzahl erreicht bisher. Die höchste habe ich irgendwann in einem Durchlauf mal im Turm geschafft, den ihr ja aus Orcsmaster 1 kennt. Den gibt es ja auch als Endlos-Map, weil ich ja die Game of the Year Edition habe. Und hier hat man halt den. Ah, ja, geil. Danke, Schrotflinte, dass du mir da hinten den Kronleuchter runterholst. Naja, solange die nur nicht die Baumstammfalle hier auslöst, ist alles in Ordnung. Wirklich einfach. Was man auch machen kann, was eigentlich sogar eine noch effektivere Verteidigung, vor allem im Endlosmodus ist. Genau das meine ich. Scheiß Schrotflinte. Also, das ist der einzige Punkt, den ich an der Donnerbüchse echt hasse. Das war wirklich hasse. So, jetzt kommen sie auch von rechts. Es ist gar nicht mal so dumm, hier noch so eine Art kleines Labyrinth aus Barrikaden zu bauen, wo die Gegner dann auch durch müssen, weil es ihren Weg verlängert und man sie über noch weniger Fallen sozusagen lockt. Beziehungsweise über. Ah, jetzt gehen sie oben rum und merken, oh, ich komme hier oben gar nicht durch, weil hier stehen ja Barrikaden. Ich werde vielleicht oben gleich ein paar Zwerge aufstellen oder so. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Aber erstmal hier unten zumindest eine angemessene Verteidigung teilweise und dann oben ein bisschen was die Pioniere abhält. So, den mal in die ewigen Jagdgründe schicken. So, den. Ach, ich komme noch mehr. Wollt ihr mich denn verarschen? Und, na komm. Und jetzt öffnet sich die letzte Tür. Obwohl halt, Moment. Ja, jetzt kommen nämlich die Pioniere.
Jetzt muss ich gucken, dass die mir nicht sämtliche Barrikaden zersprengen. Ja, es kommen zu viele auf einmal. Dafür. Nee. Und die Schussrate von unserer Schrotflinte ist dafür definitiv nicht geeignet. Jetzt hätte ich gerade gern irgendwie den Blitzring aus dem ersten Teil. Den gibt es hier, glaube ich, auch noch. Ich meine schon. Schwein gehabt. Das war verdammt knapp. Aber es hat funktioniert. Leider haben sie die kompletten Barrikaden weggesprengt. So. Jetzt fangen wir mal an. Hier ein bisschen Verteidigung für die Dingens zu schaffen. Für eben die Barrikaden. Indem wir die Gegner verlangsamen und dann mit den Pfeilwänden hoffentlich in die Luft jagen. Das Problem ist, es kommt oftmals genug vor, dass die Pioniere inmitten einer Welle kommen und demnach die Fallen auf Cooldown erwischen. Und ich werde gerade angerufen, deshalb einen Moment bitte. Bis gleich. Ach ja, was wäre das Leben ohne Unterbrechungen und Telefonate und sonstiges. So, jetzt wollen wir aber... Hallo, Typus. Oh Gott, Pioniere. Ich weiß nicht genau, von wo sie kommen, deshalb einfach mal nach oben laufen. Oh, Elementare, die können mir hier glücklicherweise nicht viel. Komm, da kommen sie. Ah, nein, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Einfach mal kurz darauf halten, in der Hoffnung, ja, man trifft nichts. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ey, wie schnell hat der sich denn bitte schon wieder hingestellt? Aber gerade ist keiner mehr oben. Das ist ganz gut. So. Ja, das wären die. Dann will ich... Ne, komm. Da hinten auf jeden Fall noch... Verteidigung gegen ankommende Pioniere. Genau die... Wunderschön, die standen wenigstens mal nah beieinander. Scheiß Viecher, ey. Hallo. Guten Tag, bitteschön. Viel Spaß mit dem Typen. Na komm. Da oben steht nämlich noch eine Portion Mana für mich. Die gönnen wir uns dann mal eben. Dann kann ich nochmal da und auf der anderen Seite gleich auch nochmal eine neue von den Pfeilwänden aufstellen. Da muss ich nachher noch ganz hinten was aufbauen, damit die Pioniere da vorerst nicht so schnell vorbeikommen. Normalerweise, wie gesagt, wenn man da oben Bogenschützen hinstellt, die hauen dann die Pioniere kaputt. Wieso ist... So, da kamen noch mehr Pioniere scheinbar. Nein, böse aus. Pfui. Warum nicht, ist die Frage. Mann, dauernd muss ich die Barrikaden erneuern. Das ist teuer auf Dauer. Ja. Wo er recht hat, hat er recht. Hm. Natürlich. Und da kommt der erste Troll. Na gut, da hinten kamen Pioniere, die wir jetzt ignorieren konnten. Ja, was den Troll so besonders macht, hat er gerade schon erklärt. Der regeneriert konstant Leben.
Und ich sag mal so, die normalen Trolle sind noch relativ harmlos, was das angeht. Nein, 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 nein. Es gibt auch Trolle, die heilen sich schneller als die normalen. Das sind dann zum Beispiel die Sumpftrolle, die nicht nur einen mit ihrem Angriff vergiften, sondern die eben auch noch sehr viel schneller Leben regenerieren. Den Troll können wir auf Dauer unten halten. Das ist kein Problem. So. Dadurch, dass wir den halt auch auf dem Boden schleudern, wenn wir ihn treffen mit unserem Primärangriff, sind die Trolle eigentlich kein Problem. Die Sumpftrolle sind schon ein größeres Problem, einfach weil sie den Vorteil haben, dass sie sehr viel mehr aushalten. Das ist ziemlich nervig. Deshalb mag ich die nicht. So, und dann da hinten noch das jeweils. So, dann halten wir doch die Pioniere direkt hier unten mal auf. Wenn wir sie da schon kommen sehen. Hier sind keine Pioniere bei, auf der anderen Seite scheinbar auch nicht. Der Vorteil ist, Pioniere rennen immer wirklich oben lang. Und relativ in einer großen Reihe. Da zum Beispiel wieder. Ich wage zwar zu behaupten, dass man in echt auf so einer Entfernung nichts, selbst kein Scheunentor mehr auf die Entfernung mit einer Schrotflinte trifft, aber ich beschwere mich gerade nicht, dass wir es trotzdem tun. So, da lief wieder ein Troll. Und da können wir ganz viel Boom machen. Ey. So, das waren sie alle. Der Rest geht jetzt einfach drauf. Du kannst eigentlich auch da hinten den Träumer angreifen, du. Aber scheinbar willst du nicht, okay. Kann ich auch irgendwo verstehen, ich will auch nicht immer arbeiten. So, dann muss ich hier hinten eigentlich nur noch einmal eine Reihe Stachelfallen, dann habe ich es zumindest für alles symmetrisch. Beziehungsweise, soweit es geht, symmetrisch. Wie ihr eben gesehen habt, können wir auf der rechten Seite leider nur eine Pfeilwand aufbauen. Verstehe ich nicht ganz warum, aber gut. Nehmen wir als gegeben hin. Müssen wir ja. Da kommen wieder Bogenschützen, die wollen uns wieder nerven. Aber wir ignorieren sie jetzt gerade einfach mal. Da kommen noch mehr Bogenschützen, da scheinbar auch. Okay, also Armbrustschützen, Entschuldigung. Ich sehe ein, es ist eine andere Waffe. So. Jetzt hätte ich gern da hinten mal die Baumstammfalle zum Beispiel. Dann halten wir doch mal hier rein. Wie immer, wenn wir irgendwas spielen, wir halten einfach rein. Sei es nun in Gegner oder in keine Gegner, keine Ahnung. Ich sage auf jeden Fall ziemlich oft, halten wir einfach mal rein. Könnte auch sagen, halten wir einfach mal drauf, aber das wäre ja langweilig. Dann würde ich ja nicht meinen, mir mal irgendwie einen Spruch überlegen, den irgendwie fast nur ich benutze. Keine Ahnung. Kein Plan. Sagt irgendwer, halten wir mal rein. Die meisten sagen wahrscheinlich eher, halten wir mal drauf. Aber. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche nur meine Zeit zu überbrücken. Nein, Scherz. Ich bin am Überlegen. Ich glaube, den Rest des Geldes werde ich echt hier oben in Zwerge in Zwerge investieren. Nicht in Zwerge ausgeben, das macht wenig Sinn. Aber erstmal kurz einen Heiltrank. Dankeschön. So. Man kann übrigens auch sich natürlich noch unter den, ja, diesen, kleineren Durchgängen sozusagen, also unter den kleineren,
Übergängen eigentlich, müsste man sagen, weil es ja auch nicht nur Durchgänge sind, sondern gleichzeitig auch sozusagen Brücken. Dass man eventuell... ein Schädel. Sehr schön. Dass man sich da auch noch ein paar Fallen drunter stellt. So, auch Verdrescher und sowas alles. Aber das sollte man im Endlosmodus auf jeden Fall machen, kann ich sagen. Aber so im normalen brauchen wir das jetzt noch nicht. Ich will nur mal kurz gucken, nicht das hier oben. Sieht gerade nicht danach aus, gut. Gut, gut. Also noch keine Pioniere unterwegs, scheinbar. Ich glaube, in der Welle wären Pioniere auch verheerend. Weil, wenn dann so viele Orks kommen, auf die sich die Bogenschützen zum Beispiel hauptsächlich konzentrieren, und dann halt auch nur zwei oder drei Pioniere zur Barrikade kommen und die Barrikade hochjagen, dann steht man hier komplett ohne Verteidigung. Das ist sehr uncool. So, können wir 8 Zwerge pflanzen. 4, 5, 6. Da noch ein, da noch ein. Und go. Ja. Weil ich glaube, die kommen jetzt wieder ganz vorne am Anfang. Das heißt, die gehen zumindest teilweise schon drauf. Das ist auch eine Wurfmethode von den Heidewitzka. Das muss man denen echt mal nachmachen. Wow. Fuck, 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 fuck. Den habe ich zu spät kommen sehen. Die habe ich aber früh genug kommen sehen. Hoffentlich. Ja. Ey. Treffen. Hallo. Wow. Gekonnt dran vorbeigeschossen. Oh, oh, oh. Ey, 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 ey. Verdammt. Nein, es ist ein Ork durchgekommen. Also konzentriert man sich einmal da oben und die ganze Zeit auf die Scheißläufer, ne? Ah, ja, genau. Das meinte ich übrigens mit, die kommen gerne mal in der Mitte der Welle. Vorteil ist, dadurch haben sie in der... für gewöhnlich in ihrer Mitte, beziehungsweise neben sich noch Gegner, und wenn die dann hochgehen, ist das sehr schön. Ey. Ich habe mich ganz genau gesehen. Ja, toll. So, der Rest sind nur noch Orks, die können wir hier unten abfangen, beziehungsweise den Ogre auch. Sind zumindest keine Suizidbomber. Was schon mal einen großen Unterschied macht. So, dann kommt hier noch einer. Oder auch nicht, weil er einfach stirbt. Er sterbigt. Das ist sehr schön. So, haben wir noch ein paar Zwerge hin. Wofür haben wir die schließlich? Auch wenn die echt scheiße werfen. Also in den Bundesjugendspielen würden die so keine gute Leistung erzielen. Das ist viel zu hoch geworfen und dafür zu kurz. So. Ach, solange da keine Pioniere sind, ist das alles in Ordnung. Da ich hier keine Pioniere sehe und auch die Warnung vor Pionieren noch nicht kam, werden das wohl auch keine Pioniere sein. Klingt irgendwie logisch. Ist es auch. So. Knochenoger zum Aufhalten. Da ist ein Troll dabei. Hallo Troll. Don't feed the trolls. So. Noch ein Oger dazu. Oh. Seht schon, das wird ein ziemliches Gemetzel. Ich bin froh, dass... der Rechner, die... Wobei, was heißt, ich bin froh, also ich habe auch nicht daran gezweifelt, dass der Rechner das aushalten kann oder so, aber mein alter Laptop würde jetzt hier mit wahrscheinlich 10 FPS rumgurken oder so mit bei dem Spiel gerade.
bei der harten Bildschirmaktivität. Ich meine, hier fliegen ja wirklich die Fetzen. Zwar im wahrsten Sinne des Wortes, weil hier fliegen teilweise echt viele Ork-Fetzen rum. Könnte man mal ein bisschen runterstellen, aber nö, ich find's so lustig. Deshalb bleibt's drin. So, komm. Schwalbe. Nochmal ein paar mehr Zwerge, weil, wie gesagt, warum nicht? Okay, Pioniere, habe ich keine Lust drauf. Na super. Und da sind sie sogar schon wieder durch. Yay. Trottel. So. Da habt ihr mal gesehen, wie das Amulett funktioniert. Es ist halt wirklich genau das, was es sagt. Es belebt unsere Einheiten wieder. Kostet dafür einen Heidenmana. Aha. Kommt hier trotzdem nicht mehr rein. Na, 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 na. Eigentlich muss man hier unten nichts machen. Ich mach trotzdem was. Weil nur dumm rumstehen und labern wäre ja für ein Let's Play auch langweilig. Dann könnte ich es auch Let's Show nennen. Mich hier hinstellen und erzählen. Zwischendurch vielleicht mich mal nach vorne bewegen, um Münzen einzusammeln, aber... Nee, das... Da hätte ich keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. So spiele ich das Spiel auch nicht, dass ich meine Fallen alles machen lasse. Könnte es, wie gesagt, an manchen Stellen, wie hier zum Beispiel, machen. Solange man denn gesichert hat, dass oben die Pioniere nicht die... sämtliche Barrikaden auflösen, zerplatzen lassen und so weiter. Wisst ihr Bescheid, ne? Gut, wir haben... Ja, wir haben es innerhalb der Zeit geschafft, aber wir haben ja einen Ork durchkommen lassen und endlich die Bogenschützen. Gut, wir haben 7 neue Schädel, dann gucken wir doch mal, ob wir nicht eventuell sogar eben diese Bogenschützen verbessern können. Ja, vergünstigen 2-mal. Das ist schon sehr gut. Weil die sind echt teuer am Anfang mit 700. Wir können sie halt auf 500 runtersetzen. Und habt ihr ja gesehen, können sie mit Feuerfallen ausstatten. Ach Quatsch, falsches. Mit Feuerfallen. Oder, dass sie Lebenspunkte regenerieren, also ein bisschen mehr aushalten. Ist in den meisten Fällen nicht so wichtig, meiner Meinung nach. Aber es gibt Schlimmeres. So. Dann würde ich sagen, nein, wir wollen die Stelle natürlich nicht zurückerstatten lassen. In der nächsten Folge gucken wir uns mal die Korridore an. Und ich hoffe, ihr bleibt weiterhin dran, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.